Es war der Super-GAU, der größte anzunehmende Unfall, den die Atomindustrie vor 22 Jahren erlebte. Damals kam es im sowjetischen AKW Tschernobyl in der Ukraine zur Kernschmelze. Der aktuelle Zwischenfall im slowenischen Atomkraftwerk Krško lässt unwillkürlich Erinnerungen an das Unglück im April 1986 wach werden. Die Explosion eines der vier Reaktorblöcke sprengt die Abdeckplatte des Reaktorgebäudes weg. Der Reaktorkern schmilzt, der Graphitmantel der Brennelemente fängt Feuer. Eine Wolke aus radioaktiven Spaltprodukten zieht anschließend über Europa hinweg. Weite Teile des Umlands werden verseucht. Rund 400.000 Menschen werden umgesiedelt. Die Krebsrate in der nächsten Umgebung des Atommeilers steigt in den Jahren nach dem GAU dramatisch. Besonders hoch ist die Todesrate unter den Arbeitern, die das Katastrophenkraftwerk nach dem Unglück im Frühjahr 1996 betreten oder von außen mit Betonplatten abdecken. Das gesamte Ausmaß der Katastrophe ist dennoch unbekannt. Laut internationaler Atomenergiebehörde sind infolge des Tschernobyl-Unglücks bislang 4.000 Tote zu verzeichnen, einschließlich der Menschen, die in den Spätfolgen der atomaren Verseuchung starben. Die Organisation Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges schätzt die Opferzahl sogar auf bis zu 100.000.